fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute! Seht ihr diese lustigen Äffchen hinter mir? Das sind Weißkehl-Meerkatzen. Und dass ich diese aus der Nähe beobachten kann, das ist etwas ganz Besonderes. Denn sie zählen hier in Südafrika zu einer der seltensten Affenarten überhaupt. Und deswegen sind sie natürlich auch besonders schützenswert. Was dafür getan wird, dass diese Affen geschützt werden, das will ich mir heute mal genauer anschauen. Und vorher habe ich für euch ein paar tolle Infos. Grau-schwarzes Fell, ein weißer Hals und dicke Backen. So sieht eine Weißkehl-Meerkatze aus. Die Weißkehl-Meerkatze gehört zur Affengattung Meerkatze, sowie die grüne Meerkatze und die Diadem-Meerkatze. Sie alle leben in Afrika, südlich der großen Wüste Sahara. Weißkehl-Meerkatzen sind Waldbewohner. Wo immer grüne Bäume mit leckeren Früchten wachsen, sind sie zu Hause. Aber Moment, ein Meer sehe ich hier keins. Und von der Katze fehlt auch jede Spur. Woher also der Name Meerkatze? Tja, darüber reden wir später. Meine Reise zu den Weißkehl-Meerkatzen führt mich nach Südafrika. Im Nordosten des Landes befindet sich das Riverside, eine Rettungsstation für Affen. Hier treffe ich Tierpfleger Janus. Hi Janus. Hi. Guten Morgen, alles gut? Alles super. Ich bin hier, um Weißkehl-Meerkatzen zu sehen und ich habe schon die erste entdeckt. Und wenn du mal ein bisschen hier noch in den Wald reinguckst, wirst du vermutlich auch noch ein paar weitere Exemplare entdecken. Ja, stimmt, da hinten sitzt ein Affe. Genau, da hinten sitzt einer, da oben, hier vorne auch noch einer. Also wir haben hier 19 Tiere drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr als einen siehst, ist relativ hoch. Das hört sich schon mal gut an. Mit einer leckeren Ladung Gemüse und Obst betreten wir das Meerkatzengehege. Doch Vorsicht, mit hungrigen Affen ist nicht zu spaßen. Also Leute, das Buffet ist eröffnet. Guten Appetit. Von wegen hungrig. Meinst du, wir sind vielleicht einfach einen Tick zu nah dran? Sollen wir mal ein bisschen weggehen, damit die sich da dran trauen? Das ist vermutlich keine schlechte Idee. Wir können einfach mal in die Richtung laufen und mal ein bisschen warten. Und wenn wir zurückkommen, dann trauen sie sich vielleicht ein bisschen eher. Na gut. Eigentlich sind sie Menschen gewöhnt. Aber sie haben als Jungtiere schlechte Erfahrungen gemacht und halten Abstand. Hinten. Wo? Ah, zwischendrin, zwischen den Bäumen. Janus, warum sind denn überhaupt die ganzen Weißkehl-Meerkatzen hier bei euch gelandet? Mhm. Ihr seid eine Auffangstation. Ja, die kommen meistens als Babys zu uns, wenn sie noch ganz klein sind. Vor allem, weil sie ihre Mutter verloren haben. Die ist meistens gestorben, entweder weil der Mensch sie getötet hat, umgebracht hat oder durch Unfälle, zum Beispiel Autounfälle, dass dann die Mutter stirbt und das Baby sich gerade noch festhält und dann gefunden wird und dann zu uns gebracht wird. Die Affenbabys werden hier aufgezogen. Sobald sie groß genug sind, landen sie in dieser zusammengewürfelten Gruppe von Waisenkindern. Haben die denn eine Chance, dass sie auch wieder ausgewildert werden können? Ja, die Chancen gehen leider gegen null. Zum einen, weil es den Lebensraum so in der Natur nicht mehr wirklich gibt, den sie brauchen. Und zum anderen ist es so, wenn man ein fremdes, einzelnes Tier in eine bestehende Gruppe eingliedern möchte, dann klappt es meistens nicht. Das heißt, das Tier wird wieder verstoßen, lebt wieder alleine und alleine kommen die Tiere gar nicht klar. Die brauchen eine feste Gruppe mit auch Freunden, mit denen sie interagieren können und alleine klappt es dann nicht. Das ist natürlich irgendwie sehr traurig, aber dafür können sie jetzt bei euch hier einen ruhigen und entspannten Lebensabend verbringen mit Vollverpflegung. So sieht's aus. Wir können ja mal gucken, ob wir was sehen. Ja, wir luren mal vorsichtig um die Ecke. Guten
Mist, ich habe was gehört, aber jetzt ist keiner mehr da. Die haben sofort gespannt, dass wir kommen. Die Affen legen wirklich keinen Wert auf unsere Gesellschaft. Wir ziehen uns zurück. Und siehe da. Jetzt tut sich was. Weißkehlmeerkatzen lieben Früchte. Sie fressen aber auch Blüten, Blätter und Insekten. Ja, schau mal, da sitzt schon einer. Ja, ja. Diese genau. Riesen Papaya auf viel diesem, zu groß für den Affen eigentlich. Auf ja. diesem dünnen Ästchen. Ja, ja. Mit ihren geschickten Händen krallen sie sich alles, was ihnen schmeckt. Nur ein Affe hat sich noch nicht heruntergetraut. Schau mal, Janus, was ist denn mit dem da hinten? Der bewegt sich irgendwie so komisch. Ja, der hat keine Arme mehr, beziehungsweise nur noch einen halben. Wir wissen tatsächlich auch gar nicht genau, wie das passiert ist. Der kam so schon bei uns an. Aber es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, wie es passiert sein könnte. Zum einen natürlich Wachhunde auf Farmen oder auch einen Unfall. Ein Autounfall kann da auch für gesorgt haben. Aber ein Affe ohne Arme, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Der kann ja gar nicht klettern, oder? Das mag man denken, wenn man das so hört. Aber wenn wir uns das mal angucken, der klettert noch ziemlich schnell, ziemlich agil unterwegs in den Bäumen und sieht auch so super gesund aus, frisst und lebt sein Leben hier auch ohne Arme. Ja, trotzdem tut er einem irgendwie leid, der arme Kerl. Wo sich Menschen und wilde Tiere in die Quere kommen, ziehen meistens die Tiere den Kürzeren. Und jetzt schaue ich mir mal an, wie die Weißkehlmeerkatzen in der freien Wildnis leben. Und für euch gibt's die nächsten Infos. Wir wollen jetzt klären, woher der Name Meerkatze kommt. Eine mögliche Antwort lautet so. Vor vielen, vielen Jahren wurde in Afrika eine Meerkatze gefangen und mit dem Schiff nach Europa gebracht. So einen Affen hatten die Menschen noch nie gesehen. Aber sie entdeckten eine Ähnlichkeit mit Katzen. Katzen, die über das Meer kamen. Meerkatzen also. Eine Ähnlichkeit mit Katzen? Vielleicht mit etwas Fantasie. Biologisch haben Meerkatzen mit Katzen jedenfalls nichts zu tun. Bei einer Forschungsstation für wilde Tiere treffe ich jetzt Bibi. Bibi ist eine Weißkehl-Meerkatzenforscherin. Aber wo steckt sie? Bibi! Anna, hier bin ich! Ach, war ja ganz einfach. Hallo. Hallo. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, deine Hilfe können wir gut gebrauchen. Was haben wir denn vor? Wir wollen eine Affenbrücke bauen. Ich kann nur eine Eselsbrücke. Und was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir einen ganz langen, ganz geraden Bambusstamm. Okay, den sollten wir doch hier finden. Ja, ich habe auch schon den Robert und den Teacher und die helfen uns dabei. Die gucken nämlich schon mal. Für mich sind die irgendwie alle lang und gerade. Robert, Teacher und Bibi arbeiten schon lange in der Forschungsstation zusammen. Denn für den Bau einer Affenbrücke ist Teamwork gefragt. Der ist gut. Hast du eine? Der? Ja. Ja, der sieht gut aus, oder? Der sieht super aus. Danke, Teacher. Finger weg, Machete. Uah! Ja, okay, darf ich helfen? Ah, so geht es. Achtung, jetzt fällt er. Boah. Langsam nimmt das Brückengerüst Gestalt an. Ha, das macht Spaß, aber so anstrengend. Und ist für einen guten Zweck. Denn Bibi, Robert und Teacher wollen mit dieser Bambusstange Tiere schützen. So, Anna, jetzt darfst du auf die Leiter klettern und dann werden wir dir die Bambusstange anreichen und dann kannst du so oben befestigen. Oh, auf die Leiter. Da Affen Baumbewohner sind, muss die Brücke hoch ins Kronendach. Okay, ich glaube, die ist relativ fest. Ich habe gesehen, hier sind auch so Kamerafallen. Wofür sind die da? Die sind dafür da, dass wir sehen, dass die Affen die Brücken auch wirklich benutzen. Das wäre ja cool. Na gut, dann komme ich mal runter, dann müssen wir noch die andere Seite festmachen. Genau, gleiche Ding nochmal. Aber wozu eine Brücke? Straßen bilden Schneisen im Wald. Wenn Affen keine sicheren Äste zum Überqueren finden, müssen sie auf den Boden. Das kann gefährlich werden.
Aber wir waren ja jetzt hier auch eine ganze Weile. Viel Verkehr war da ja nicht. Das stimmt. Das machen wir jetzt hier als Experiment, weil wir gucken wollen, nehmen diese Äffchen überhaupt irgendwelche Brücken an, die wir bauen? Gehen die da rüber? Und dann können wir halt schauen, wenn wir das Experiment fertig haben, wie soll die Brücke aussehen? Und können die dann da hinpacken, wo die Affen wirklich überfahren werden. Okay, und wo sind die Affen jetzt? Das weiß ich nicht. Ich habe sie noch nicht gehört, ich habe sie noch nicht gesehen, aber wir können mal schauen, ob wir sie finden. Seit 17 Jahren erforscht Bibi die seltenen Weißkehlmeerkatzen in diesem Waldgebiet. Sie kennt die Affen super gut und findet jede Spur. Oh, stopp, Anna. Schau mal, was da liegt. Kacke. Aha. Ich nehme an, das ist die Kacke von einer Weißkehlmeerkatze, wenn du mir das so zeigst, oder? Genau. Für was anderes würde ich nicht anhalten. Ganz schön grün. Ja. Was meinst du, woher das kommt? Von den Pflanzen wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Von Blättern, ne? Das, von den Pflanzen wird das grün. Aber wenn du genauer hinschaust, Anna, dann siehst du da auch andere Dinge. Ja, schon. So was Weißes. Genau. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das Samen sind. Der hat dann da irgendwo eine Frucht gefressen. Der Samen wurde nicht verdaut, aber von ihm jetzt hier an eine andere Stelle transportiert. Genau. Was machen wir jetzt damit? Ich möchte gerne wissen, was das für Samen sind. Ah, okay. Und ich gebe dir jetzt mal eine Tüte und dann kannst du das für mich einsammeln. Okay. Was das für Samen sind, wollen wir später herausfinden. Bibi, ich hab's! In Südafrika sind Weißkehlmeerkatzen die einzigen waldbewohnenden Meerkatzen. Aber weil es in dem Land nur noch wenige wilde Wälder gibt, ist die Affenart so selten. Schau mal, Bibi, da ist einer. Oh ja, stimmt. Oh, da sind noch mehr. Guck mal. Ja, ja, wenn du hier überall in die Baumkronen guckst. Da ist auch einer. Guck mal, wie der hüpft. Hier ist ja richtig Affenrambazamba. Was ist das denn für eine Gruppe? Wie viele Tiere sind das? Das sind über 40 Tiere in der Gruppe. Aber du kannst dir ja vielleicht vorstellen, es ist gar nicht so einfach, die zu zählen. Weil wenn du mal schaust, die sind hier überall hoch in den Kronendach von den Bäumen. Und da ist es gar nicht so einfach, genau zu wissen, wie viele da wirklich drin sind. Ja, und die bewegen sich ja auch ständig. Genau. Was wir aber wissen ist, es gibt immer ein erwachsenes Männchen. Und der hat ein Harem von Weibchen. Und das ist oft so ein Drittel der Gruppe. Okay. Und dann sind die ganzen Jungtiere der Weibchen. Oh, hörst du das? Ja. Das ist das Männchen. Das ist ein Alarmruf. Und vor was warnt er jetzt? Vor uns, meinst du? Entweder vor einem Adler oder vor einem Leoparden. Oha. Ja. Da bin ich froh, dass wir auch gewarnt sind. Das hat sich auch ganz schön bedrohlich angehört. Mhm. Ja. Und hörst du, wie die Weibchen darauf antworten? Ach, das sind die Weibchen jetzt? Das sind die Weibchen. Und was sagen die jetzt? Die machen mit. Ach so. Das heißt, er schlägt Alarm und die Weibchen reagieren und sagen, okay, wir sehen's, wir sehen's. Doch schnell kehrt wieder Ruhe ein und die Affen machen sich über die Früchte her, die in Hülle und Fülle an den Bäumen hängen. Die sind eigentlich die ganze Zeit nur am Mampfen, oder? Ja, das stimmt. Während die essen, lassen die auch Sachen fallen. Und wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen auf den Boden gucken, finden wir vielleicht raus, was sie gerade essen. Ich habe hier was. Ich auch. Einen knallroten Samen. Ja, und guck mal, ich habe die Frucht, die dazu gehört. Würde da eigentlich so reinkommen? Ja. Mhm. Und den Samen fressen die nicht? Nee, also diese Samen sind erstmal zu groß zum Runterschlucken. Und dann schmecken die vielleicht auch einfach nicht oder sind zu hart. Aber du siehst hier, da sind so kleine Stellen. Stimmt, da kann man richtig die Zähne erkennen. Das genau, ist ja süß. So rumgenagt. Die sind tatsächlich ziemlich hart, die kann man auch nicht auseinanderbrechen. Genau. Und dann schmeißen sie die halt auf den Boden. Ja. Wenn sie fertig sind. Und was sie noch machen können, wir können noch mal rumschauen. Guck mal, da sitzt einer. Schau dir mal das Gesicht von dem an. Der hat so ganz dicke Backen. Ah, die Hamstern? Genau. Das ist ja richtige Backentaschen. Und was machen sie dann mit dem Futter? Verstecken die das dann irgendwo oder heben sie sich das einfach für später auf und fressen das dann so nach und nach? Die stopfen sich die Backentaschen voll, während sie im Baum sitzen. Und dann gehen sie ein bisschen weiter weg, um sich auch nicht zu streiten mit den anderen in der Gruppe. Und dann können sie in Ruhe woanders fressen. Dabei werden die Affen nicht nur satt. Sie helfen dem Wald auch noch beim Wachsen.
Wie sie das machen, erfahren wir später. Anscheinend fühlen die sich mit uns so sicher, dass sie auch auf den Boden kommen, weil Boden ist ja immer gefährlich, oder? Genau. Boden ist eigentlich etwas, was die gar nicht so mögen. Das sind Waldaffen. Die sind spezialisiert, im Wald zu leben. Das heißt, die sind eigentlich lieber in den Bäumen. Aber wenn die sich richtig wohlfühlen und wenn sie das Gefühl haben, es ist sicher, dann kommen sie auch auf den Boden und fressen dort Dinge, die am Boden dann zur Verfügung stehen. Wir sind weit genug weg und deshalb keine Bedrohung. Ausgelassen spielen die Jungtiere eine Runde Fangen. Der lange Schwanz hilft beim Gleichgewicht halten. Und dann entdecken wir ein ganz, ganz kleines Äffchen. Oh ja, da vorne dran an der Brust. Ja. Was meinst du, wie alt ist das? 2, 3 Wochen vielleicht. Oh, schaut mal diese kleinen Händchen an. Mehr zeigt uns die Mama nicht von ihrem Schatz. Zeit fürs Mittagsschläfchen. Und wir spielen jetzt eine Runde Detektiv. Wir wollen jetzt herausfinden, welche Samen sich in unserer Affenkacke befinden, sprich, was der Affe gefressen hat. Jetzt haben wir ja hier schon lauter Zeug rumliegen. Wie machen wir das denn? Das Erste, was wir jetzt machen müssen, Anna, ist diese Affenkacke zu sieben unter laufendem Wasser. Unter dem Wasserstrahl löst sich der Kot auf. Übrig bleiben nur die festen Stücke wie Ästchen oder eben Samen. So. Jetzt ist unsere Kacke gewaschen. Was machen wir jetzt hiermit? Jetzt muss das trocknen. Das heißt, jetzt kannst du das in eine Papiertüte füllen. Mhm. Und dann hängen wir das in die Sonne an einen Baum mit der Wäscheklammer. Die Handschuhe schützen vor Krankheitserregern, die im Affenkot stecken könnten. Und jetzt? Schnick, schnack, schnuck. Warten. Geduld gehört zum Erforschen von Weißkehlmeerkatzen dazu. In Südafrika heißt der Affe übrigens Samango. Der Samango ist toll, toll, toll. Der hat den Bauch ganz voll, voll, voll. Was ist denn da so drin, drin, drin? Das werden wir herausfinden. Hört sich auf jeden Fall trocken an. Das ist gut. Ja, klasse. Und, was sagst du zu unserer Ausbeute? Ja, interessant. Schau mal, das sieht so aus, dass wir da auf jeden Fall 3 verschiedene Samen haben, von 3 verschiedenen Baumarten. Nächster Schritt, Samen sortieren. Und woher weißt du jetzt, zu welchem Baum die Samen gehören? Da kommt die Samenbibliothek ins Spiel. Bibi hat über viele Jahre hinweg die Samen von hunderten Bäumen aus der Gegend gesammelt und die jeweiligen Arten bestimmt. Unsere gefundenen Samen können wir nun mit denen aus der Sammlung vergleichen. Das hier sieht mir nach diesen kleinen Bröseln aus, oder? Genau. Ja, hier steht jetzt nur ein lateinischer Name. Mhm. Das ist aber... Nee, Ficus. Mhm. Feige. Feige. Ah, das ist unsere Feige. Genau. Das ist unsere Feige, wo wir das Äffchen haben fressen sehen. Ach so. Mhm. Okay, okay. Als Vorspeise eine Feige. Was war der zweite Gang? Ich glaube, das hier sieht ganz... ganz gut aus, wenn du da mal gucken möchtest. Ja. Um sicher zu gehen, schaue ich mit der Lupe drauf. Manchmal gibt es winzige Unterschiede. Es passt. Jetzt gucken wir mal, was hier drauf steht. Das ist eine Olea. Ja, ist eine Olive. Ah, mhm. Echt? Ja. So ein kleiner Kern? Ja, das sind wilde Oliven. Und was gab's als Nachspeise? Ich würde sagen, ja, das ist er. Das ist er. Und der heißt Mimosops cegeri. Ja. Was heißt das? Den deutschen Namen dafür, den kann ich dir gar nicht sagen. Es gibt ja so viele verschiedene Baumarten und die haben nicht alle einen deutschen Namen. Okay, aber auf jeden Fall scheint diese Frucht unserem Affen gut geschmeckt zu haben. Genau. Bibi findet mit dieser Methode heraus, welche Samen über Affenkot verbreitet werden. Wo ein Haufen landet, wachsen neue Bäume nach. Für den Wald spielen die Weißkehlmeerkatzen als Samenausbreiter also eine super wichtige Rolle. Am nächsten Tag. So Leute, es ist jetzt ganz früh am Morgen. Die Affen werden wieder aktiv und wir wollen uns mal kontrollieren, ob sie die Affenbrücke nutzen. Mhm.
Da sind wir schon bei der Brücke. Aber das ist jetzt eine andere als die, die wir aufgebaut haben, oder? Ja, das stimmt. Wir haben ja bei der aufgebauten auch Kamerafallen dran gepackt. Und die hier hat jetzt keine. Das heißt, wir machen das jetzt live und gucken, ob die da rüberlaufen. Macht ja auch viel mehr Spaß. Ja, das stimmt. Drücken wir die Daumen, dass es klappt. Zur Erinnerung. Affen wie die Weißkehlmeerkatzen werden immer wieder auf Straßen überfahren. Deshalb testet Bibi Affenbrücken. Sie könnten Tierleben retten. Da kommt einer. Mhm. Da hinten ist auch einer. Mhm. Zwei. Jetzt müssen sie nur noch irgendwie vorhaben, auf die andere Seite der Straße zu kommen. Genau, über die Brücke. Mann, jetzt ist einer hier direkt ein paar Meter von der Brücke übers Kronendach gelaufen. Der soll doch die Brücke nehmen. Geht einer über die Brücke. Da sitzt jetzt einer. Sieht gut aus. Ja, ja. Ja, es ist einer über die Brücke gegangen. Ich feiere das auch gerade. Und wenn das eine macht, dann kann es auch sein, dass dann andere auch das nachmachen. Ja, cool. Ja. Weil die gesehen haben, ach, das scheint ein guter Weg zu sein. Ja, ist ja gar nicht schlimm. Was bedeutet das denn jetzt für deine Forschung? Offensichtlich funktioniert die Brücke ja. Genau, also es funktioniert. Und natürlich der nächste Schritt, der jetzt kommt, ist, dass wir solche Brücken auch da aufstellen können, wo der richtige Autoverkehr ist, ja, wo LKWs fahren, wo Autos auch schnell fahren. Und dafür müssen wir dann eine Brücke haben, die ein bisschen anders aussieht als das hier. Die muss stabiler sein, die muss auch länger halten. Und wir hoffen einfach, dass wir das in der Zukunft ganz schnell dann auch hinbekommen. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, weil mit so einer Affenbrücke könnte man ganz viel Tierleben retten. Und wie die Aufnahmen der Kamerafallen beweisen, auch die anderen Brücken werden von Affen benutzt. Und für euch gibt's jetzt noch mal alles, was ich heute so mit den Weißkehlmeerkatzen erlebt habe. In einer Rettungsstation für Weißkehlmeerkatzen helfe ich beim Frühstück. Also Leute, das Buffet ist eröffnet. Guten Appetit. Ein Affe hatte einen schlimmen Unfall, bei dem er seine Unterarme verloren hat. Er schlägt sich tapfer. Trotzdem tut er einem irgendwie leid, der arme Kerl. In einem Wald begebe ich mich mit Forscherin Bibi auf die Suche nach wilden Weißkehlmeerkatzen. Schau mal, Bibi, da ist einer. Hier ist ja richtig Affenrambazamba. Plötzlich erschrickt die Affenbande. Das ist das Männchen. Das ist ein Alarmruf. Das hat sich auch ganz schön bedrohlich angehört. Mhm. Geschützt werden vor allem die Kleinsten. Oh, schaut mal diese kleinen Händchen an. Bibi testet eine Affenbrücke. Sie könnte vielen Tieren das Leben retten. Sieht gut aus. Ja, es ist einer über die Brücke gegangen. Okay, Leute, das war mein Abenteuer bei den verfressenen, lustigen und verspielten Weißkehlmeerkatzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus! Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts.